Fünf Filmfakten über Der Krotzebur. Ein Film, der die Welt veränderte. Wir zeigen, wie Marc Emrissi mit seinem Film Der Krotzebur einen Abstimmungskampf beeinflusste und wie er über die Jahre zu einem der weltweit wichtigsten Kämpfer für das Tierwohl wurde. Der Krotzebur erzählt die Geschichte eines einfachen Kleinbauern und zeigt dessen Existenzkampf. Die Not treibt ihn zuerst zur industriellen Vieh- und Hühnerzucht und später in den Ruin. Aufwühlend, packend und unvergesslich. Mit meiner Geduld ist es zu Ende. Ich gehe jetzt aufs Konkursamt und verlange die Verwertung. So, aufs Konkursamt gehen Sie. Vater! Regisseur Marc Emrissi kam in Sargans zur Welt und verbrachte seine ersten Jahre mit seiner Familie in Basel. Als Marc 10 Jahre alt war, zog es die Familie in die USA nach Richmond im Bundesstaat Virginia, wo er fortan zur Schule ging. In der großen Kunstabteilung an der Virginia Commonwealth University in Richmond lernte Rissi das Regiehandwerk und war während dieser Zeit auch bei der Bürgerrechtsbewegung sehr aktiv. Dabei realisierte er auch, wie groß der Einfluss des Fernsehens auf die Menschen war und wie Filmaufnahmen in der Lage waren, Dinge zu ändern. Eine große Regiekarriere in den USA war dann aber keine Option, weil Rissi 1968 wegen des Vietnamkrieges zum amerikanischen Militärdienst einberufen wurde. Als Kriegsdienstverweigerer verließ Rissi die USA und kehrte in die Schweiz zurück. In seiner alten Heimat fand er einen Job bei Condor Films, wo er zuerst als Stativmaler und danach als Aufnahmeleiter arbeitete. Der umtriebige Rissi arbeitete sich über die Jahre hinweg immer weiter nach oben. So war er Aufnahmeleiter, Produktionsleiter und auch Abteilungsleiter. Über einen Freund erfuhr Rissi schließlich von der prekären Nutztierhaltung in der Schweiz, über welche die breite Masse kaum Bescheid wusste. Von der Existenz von Käfigeiern wussten sogar nur die direkt Involvierten. Doch Rissi lagen nicht nur die Tiere am Herzen, sondern vor allem auch die Bauern und deren Überlebenskampf. Ihm wurde bewusst, wie Bauern vermehrt von den Großverteilern abhängig wurden. Diesen gegenüber konnten sie sich kaum wehren, was immer mehr zu einer Industrialisierung der Landwirtschaft führte. Die Schweinerei da oben muss aufhören. Was Schweinerei? Ja, ihr mit eurer verdammten Tierfabrik da oben. Wenn einer keine Wiese hat, dann soll er die Gülle selber saufen. Ihr könnt es mir ja nicht besorgen. Ich bleibe da stehen bis morgens Abend. Wir bleiben da bis die nächste Woche. Ja, oder noch länger. Ja. Rissi wusste, dass ein Dokumentarfilm über diese Themen wahrscheinlich nicht die gleiche Wirkung erzielen würde wie ein Spielfilm und schrieb so ein Drehbuch. Weil er nach seinen Jahren in den USA nicht mehr so sattelfest war im Schweizerdeutsch, wünschte er sich Unterstützung bei den Schweizer Dialogen. Condor Film empfahl ihm darauf die Schweizer Schauspiellegende Jacqui Streuli. Dieser war einem großen Publikum dank seiner Rolle als Polizist Gottfried Wackerli bekannt. Rissi war Streulis Stellung im Schweizer Filmschaffen jedoch kaum bewusst. So merkte er zu Beginn auch nicht, dass Streuli bei vielen Dialogen einfach Passagen aus seinen früheren Filmen recycelte, die der Schauspieler noch auswendig konnte. So, jetzt heben Sie mal Ihre Klappe zu und machen Sie überhaupt, dass Sie wohl können verdammt. Ist doch herrlich, was man sich muss gefallen lassen. Während der Drehbucharbeit fragte Streuli eines Tages beim Regisseur nach, ob er denn für die Hauptrolle vorgesehen sei, was Rissi bejahte. Woraufhin Streuli mit einem Lächeln entgegnete, dann kostet's aber mehr. Mit der Zeit wurde aber die Rolle immer größer. Und so entscheiden sich Rissi und Streuli, aus der Hauptfigur einen Krotzebur zu machen. Vater, bitte beherrsch dich ein bisschen. Sagen wir, so einen Töpfchen fällt mir das nicht ein. Wenn ich mich wehre für die armen Tiere, bin ich noch lange kein Töpfchen. Und so etwas wollte ich dann nie mehr hören, verstanden? So, jetzt nur ein Wort, dann haut er eine aufs Bauch. So, Vater, jetzt lange zu haben, sonst hast du es dann mit mir zu tun. Lange nicht ab, Bürschli!
Streuli gefiel die Rolle, doch er stellte eine Bedingung, für die wir uns nun kurz ins Spoiler-Territorium begeben müssen. Streuli wollte, dass seine Figur im Film stirbt. Ein Wunsch, der ihm in seinem letzten Kinofilm vor seinem Tod im Jahr 1980 erfüllt wurde. Gedreht wurde der Grotzepur zu großen Teilen in Martalen im Zürcher Weinland. Der Aufnahmeleiter hatte dabei die Aufgabe, vor jedem Mittagessen die Jukebox in der Beiz abzuschalten. Hauptdarsteller Schacki Streuli wollte nämlich keine Musik in der Beiz. Zudem mussten alle im Lokal wissen, dass in wenigen Momenten Schacki Streuli zum Zmittag vorbeikommt. Denn der Schauspieler mochte es, erkannt zu werden. Streuli war für die Produktion aber auch ein sehr gutes Ablenkungsmanöver. Als Rissi Filmmaterial von Kälbern mit Maulkörben benötigte, arrangierte das Filmteam einen Besuch bei der Ufa in Sursee. Die Verantwortlichen waren hoch erfreut, den bekannten Schauspieler kennenzulernen. Als sie mit Streuli zum Mittagessen gingen, nutzte Rissi mit seinem Team die Chance und filmte die benötigten Szenen ohne jegliche Einmischung. Die Branche war natürlich nicht erfreut über den Film. So gab es nach der Kinoveröffentlichung im November 1975 viele aufgeheizte Diskussionsveranstaltungen, bei denen die Filmemacher vom Bauernverband heftig angefeindet wurden. Rissi war diesbezüglich schon erfahren, hatte er doch schon vor der Grotzepur für das Schweizer Fernsehen in der Abteilung Menschentechnikwissenschaft einen Dokumentarfilm über die Zustände auf den Bauernhöfen gedreht. Dieser Film wurde jedoch nie ausgestrahlt, da der damalige Chef der Abteilung beim Schweizer Fernsehen nichts Negatives über die Landwirtschaft ausstrahlen wollte. So zeigte Rissi diesen Film eigenhändig auf Veranstaltungen und kam so erstmals in Kontakt mit dem ihm nicht wohlgesinnten Bauernverband. Das Thema war endlich bei der breiten Bevölkerung angekommen. Nachdem der Bundesrat 1975 einen Vorschlag mit Vorschriften über die Tierhaltung, den Handel und die Werbung mit Tieren sowie über Tiertransporte und Tierversuche präsentiert hatte, diskutierte das Parlament intensiv auch die im Film gezeigten Legebatterien für Hühner. Schließlich stimmte es dem Gesetz zu, das dann 1978 vor das Volk kam. Mehr als 4/5 der Abstimmenden sagten am Ende Ja zum Tierschutzgesetz. So trat dieses am 30. Juni 1981 in Kraft. Es verbot unter anderem auch Kälbern permanent einen Maulkorb umzuschnallen, wie das der Film gezeigt hatte. Zuvor wurden jahrzehntelang viele Kälber fast nur mit überschüssiger Milch gemästet, damit das Kalbfleisch weiß blieb. Eine von Metzgern angepriesene Spezialität, die mit den Maulkörben erreicht wurde, mit denen die Kälber kein Heu oder Stroh fressen konnten. Für Marc M. Rissi war der Erfolg mit der Grotzepur aber erst der Anfang eines langen Kampfes. In seinem gefeierten Nachfolger Brot und Steine kritisiert der Filmemacher unter anderem erneut die Massentierhaltung, den fehlenden Kündigungsschutz bei der Pacht und die immer stärker industrialisierte Landwirtschaft. Weißt du, der ist der Futtermischer für Zio. Wenn ich da auf den Knopf drücke und das Futter automatisch mischen, nach einem bestimmten Plan, den die Herren Agrotechniker von den anderen rausdüfteln und programmiert haben. Ja, jede Sau kommt zu einer bestimmten Zeit eine gewisse Menge Futter rüber. Das mache ich alles von da aus. Und obwohl ihm mit der Gotthelf-Verfilmung «Die schwarze Spinne» der erfolgreichste Film von 1982 gelang, wird Rissi heute vor allem für sein Engagement zugunsten der Tiere gefeiert und respektiert. Und auch immer wieder angefeindet. Wir sind als Schweizerischer Pelzfachverband nicht verantwortlich
für Zustände, wie sie da in dem Film allerdings in sehr negativer Form dargestellt worden sind. 1983 löste er mit einem Dokumentarfilm über die Pelztierfarmen eine Anti-Pelz-Kampagne aus. 1992 bekämpfte die Pharmaindustrie seinen Dokumentarfilm Tiere in der Forschung aufs Heftigste. Sie versuchte sogar, gerichtlich den Kinostart zu verhindern. Doch das Vorhaben scheiterte. Und so lief dieser Film letzten Endes in vielen Kinos. Ungefährlich ist das alles nicht. So wurden Rissi und sein Team bei einem Foie Gras-Betrieb in Frankreich tätlich angegriffen. Ein anderes Mal, kurz vor dem Ausbruch von BSE, filmte Rissi auf einem Viehmarkt eine Kuh, die herumtorkelte und nicht mehr richtig stehen konnte. Die anwesenden Bauern gingen auf den Filmemacher los und warfen ihm Kuhfladen ins Gesicht. Ins Scheinwerferlicht wollte Rissi selbst aber nie treten. Wie er Filmo in einem Interview sagte, ist es ihm wichtiger, die Themen unter die Leute zu bringen. So filmte er während seiner Karriere auf vielen Schlachthöfen und Viehmärkten und dokumentierte schreckliche Zustände in der Tierhaltung. Das gefilmte Material machte er für alle zugänglich. So entstand unter anderem auch der von Hollywood-Star Joaquin Phoenix mitproduzierte und eingesprochene Dokumentarfilm Earthlings, der fast exklusiv von Rissi gefilmtes Material zeigt. So ist Rissi für viele ein stiller Held, dessen Bilder bei vielen Menschen für ein Umdenken sorgten, was die Verwendung tierischer Produkte angeht. Ja, nein, 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 du, aber nicht spitz auf Kopf. Ja, so. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch.